Auf jeden Fall gab es hier doch auch noch eine Leiter, genau. Und damit auch noch einen weiteren Weg, den wir gehen können. Den wir auch gehen werden. Jetzt. Jetzt muss ich mal überlegen, wie das Ganze hier war. Genau, hier rüber musste man. Aber hier ist doch auch noch was. Genau, und da können wir mit der Laterne rein. Oh, zerbrochener Eimer, Kopf. Oh, ich glaube, das hatte ich nie. Wieder mal. Hab ich wieder was entdeckt, was ich sonst nicht hatte, ey. Das ist crazy. Ganze Ausrüstung, die ich nicht hatte. Da ist das Ding. Handschellen der Verdammten. Kopf. Achso, da könnte man mal jetzt auch vergleichen, gerade mit unserer Ausrüstung. Ne? In einigen Sachen ist es besser. In anderen wieder eher nicht. Auch gewichttechnisch ändert sich was. Aber ich würde sagen, wir ziehen es einfach mal an. Oh, hier ist es physisch schlechter als unseres. Dann lassen wir das aus. Weil ich hätte nämlich gerne auch noch ein bisschen physischen Schutz. Also, dass wir hier ein bisschen wechseln. Die Hose. Ja, da würde der physische Schutz wieder ein bisschen schlechter werden. Aber nicht viel. Dann ziehen wir die doch an. Das haben wir, dann haben wir so einen gesunden Mix. Wir haben immer noch keinen Anhänger übrigens. Und dann können wir hier rüber. Balanceakt. Alles eine Frage der Balance. Wir können hier durch. Und da haben wir wieder ein Freefall Tower. Blutungswiderstandsbalsam. Okay, jetzt bin ich aber... Oh, wir haben fast keinen Schaden bekommen. Es hat zwar rot geknallt wie eine Irre, aber keinen Schaden bekommen. Aber wir müssen wieder in diese Richtung gehen. Weil da war noch was, oder? Ach so, das ist nur im Umprall hier erreichbar. Okay, dann gehen wir doch mal ins Umprall. Um zu gucken, was das da ist. Was finden wir denn hier Schönes? Umprall-Wirbelsäule dreimal. Okay. Schön. Jetzt können wir eigentlich auch hier weitergehen, so. Aber ihr habt auch gesehen, dass unten drunter noch ein weiterer Weg war, ne? Ich weiß nicht, ob ich den Gang gerne gegangen wäre. Imperiumsgranate. Das ist dann nochmal so ein Wurfgeschoss, wo wir anstatt den Katalyst verwenden könnten. Um Fernkampfattacken zu machen. Oh, ey, bist du her, Kollege? Ah, wir gewinnen ja jetzt durch unser Auge, das wir drin haben, im Umball auch Lebensenergie durch Angriffe zurück. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Das Ding habe ich zum Beispiel bei mir überhaupt nicht. Ah ne, aber nicht über unsere kaputte Leiste über hinweg. Ja. Oh, wer steht denn da? Cleric's welcome comes beyond the edge of a sentinel's blade. More often than not in this place. Makes me curious how you're still breathing. I suppose dangling the promise of salvation from one hand and the threat of death from the other keeps a pilgrim obedient. Ah, on second look, you're not just another deluded lamb, are you? You know, not long ago, I saw a dark crusader carrying that same lamb. Now it's in your hands. Again, curious. I know they'd see you rejuvenate those obscene monuments preventing a deer's return. Don't. That's a threat. But also advice. A deer rewards the faithful. Ja, sie steht wohl auf der anderen Seite. Und ratet uns quasi nicht, diese Leuchtfeuer zu läutern. Und ich glaube, da können wir sogar auch entscheiden, wie das Spiel endet. Gutes Ende, böses Ende und so weiter und so fort. There's salvation here if you want it.
But you won't find it in the light of the sun or that lamp. There's salvation. Okay, danke für die Info. Was haben wir denn hier? Ah ja, okay. Da sind wir runter. Da hinten können wir noch weitergehen. Die Frage ist nur, wo kommen wir da hin? Da kommen wir nämlich nicht mehr hoch, wenn wir da jetzt runterspringen. Achso, nee, das war ja. Das sind wir ja wieder am Anfang. Ach, jetzt sind wir unten auf dem Stück, das wir von eben oben gesehen haben. Okay. Quasi ein Shortcut, wenn man so möchte. Doof ist, wir sind jetzt im Umprall und da hinten kommt auch ein Boss. Jetzt sind wir im Bossgebiet. Ihr seht auch schon, da unten ist die Lebensenergie. So, holen wir uns noch das Item. Blutiges Aspergill, whatever. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Ich glaube, die muss da unten aus ihrem Teich raus, damit wir ihr überhaupt Schaden machen können. Ah, die hat da irgendein... Die hat doch so ein... Ja, genau. Jetzt ist sie nämlich rot. Gegeißelte Schwester Delit. Die Lebensenergie ist rot. So, nicht sie. Sie darf eben nur nicht da unten in ihrem Teich sein, dann regeneriert sie sich. Wir machen ordentlich Damage. Ja, ja. Kann auch anders, wenn sie will. So, jetzt wird sie wild. Ach, ich habe keine... Scheiße, warum? Jetzt hatte ich sie down und... Gut, wir haben noch genug Dings. Heilmittel. Verdammt. Aber wir müssen auch ein bisschen aufpassen. Hör doch auf mit dieser Scheiße. Wir sind ja schon im Umprall, deswegen müssen wir aufpassen. Oh, genau deswegen. Weil wir sind nämlich instant tot. Naja, okay. Aber die ist eigentlich machbar. Wenn wir die in unserer normalen Form besuchen gehen, dann sollte die eigentlich relativ schnell weg sein. Das Problem ist auch, dass ich... hier unten wieder alles verstellt habe. Keine Mana-Rückgewinnung gehabt habe. Wobei es auch schwer ist, bei der zu zaubern. Ich weiß gar nicht, ob ich der die Seele aus dem Leib reißen kann. Mit einem Seelenschinder-Angriff, das wäre ja auch mal interessant. So, jetzt müssten wir eigentlich gucken, dass wir da unten drauf kommen. Da sind wir nämlich direkt da. Habe ich richtig geschlussfolgert? Bauen wir ihn hier nochmal weg. Und dann sind wir ja schon wieder im Bossgebiet. Holen unsere Kraft wieder zurück. Killen die
Burschen hier. So. Ah, wir können sie auch hier unten angreifen. Wir müssen eben nur ihren Parasiten kaputt machen. So ist es. Pyramide Head. Ja klar, sie hört halt gar nicht auf zu attackieren, das ist halt das Krasse. Jetzt haben wir aber mal den Finish Move gemacht, Anora. Ah doch, es geht. Jetzt sehen wir Schinder. Und ihr seht, jetzt hat sie auch die weiße Lebensenergie, die sie sich jetzt gerade wieder aufgefüllt hat. Null. Und uns wieder besiegt hat. Gut, das war ein bisschen unvorsichtig. Aber das funktioniert also auch. Wir können auch Seelenschinder gegen sie verwenden. Was schon mal gut zu wissen ist. Das war ein bisschen ein ungestümer Kampf, das hier. War schlecht von mir gemacht. Muss ich ehrlich so sagen. Aber ja. Wir sind ja schnell da. Ja, dann wieder mal versuchen aufs Maul zu klatschen oder uns von ihr verprügeln lassen. So, jetzt rutschen wir hier die Leiter runter, dass wir hier auch kein Leben verlieren. Klatschen wieder ihn weg. Er kann auch ein Item verlieren. Also ich weiß nicht, ob jeder ein Item verlieren kann oder so. Aber ich habe bei dem auch bei meinem privaten Spiel öfters mal ein Item bekommen. Weil ich hier auch ein paar Mal angelaufen bin, bis ich überhaupt gestrahlt habe, was ich gegen sie machen muss. Jetzt könnten wir eigentlich schon mal direkt den Seelenschinder probieren. Ah, dann macht sie auch in der Zeit nichts, ne? Oh, oh. Ja, nicht so ungestüm wie eben kämpfen, bitte. Das wäre schon nett. Nein! Ach, fuck, ey. Das war aber jetzt echt unfair. Wieder so ein krasser Hit abbekommen. Ja, ich block doch, Mann. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sag mal. Das macht aber auch zig Attacken. Ja. Ey, die ist voll außer Rand und Band gerade gewesen. Puh. Also manchmal dreht sie auch ab. Gerade habe ich überhaupt nichts mehr nachvollziehen können. Auch die Blocktaste hat dann irgendwie nicht mehr genützt. Vielleicht im falschen Moment geblockt, keine Ahnung. Oder keine Ausdauer mehr gehabt vor lauter Blockerei. Weil die macht schon wilde Angriffe, das muss ich schon sagen. Die ist gar nicht mal so ohne. Den ein bisschen leichter in Erinnerung.
Aber es kamen ja auch ein paar Patches seitdem raus und ich weiß nicht, was sie genau gepatcht haben, weil ich die Patch-Notes jetzt gerade nicht so verfolgt habe. Das würde mich auch mal interessieren. Vielleicht kriegen wir ja da hinten jetzt endlich... Oh, ja, komm. Die Leiter soll jetzt runterklettern, nicht hoch. Fingerspastik oder so. Komm, drop doch mal ein Item für mich. Was wir natürlich auch machen könnten, wäre so unten in ihrem Kreis zu besuchen und diese roten Teile in die Luft zu jagen. Das Blaue schützt sie ja und die roten, die explodieren und machen Damage quasi. Aber ich weiß nicht, ob ich da so gut drankomme und das so gut koordiniert kriege. Jetzt machen wir es mal nochmal auf diese Art. Solange bis es sich verwandelt. Einfach nichts anbrennen lassen. Direkt drauf. Mit Gefühl. Nichts mehr gesehen. Ja klar. Zu mir gerade einfach durch die Deckung wieder durchgeboxt. Nein. Ach, verdammt, was ist denn das da? Ah, da hat noch jemand ein Item. Die ist schon nicht ohne. Oder ich spiele gerade äußerst für den Arsch, weil ich jetzt auch schon doch schon lange zocke wieder und die Konzentration so ein bisschen nachlässt. Keine Ahnung. Ich probiere es jetzt nochmal. Dann werde ich auch gleich zum Ende kommen und für heute Feierabend machen. Ich würde sie gerne noch schaffen, die dumme Sau. Noch ein Versuch. Komm, geh da runter, Schreiner. Danke. Er gibt mal kein Item. Die Wildsau. So, jetzt müssen wir natürlich auch aufpassen. Jetzt liegen unsere Seelen da unten. Würde ich natürlich auch gerne wiederholen. Waren ja, glaube ich, auch schon ein paar. Ah, den Parasit habe ich nicht bekommen. Jetzt. Gut. Ach, die Sau. Hat sie gewusst? Ja. Dein Ernst. Boah. Verdammt. Alter. Ist die gerade wild? Okay, das war... nicht so schlecht. Aber wir machen ja auch kaum Schaden mit dem. Jawohl, das war natürlich gut. Ich habe keine Ausdauer, ich muss aufpassen.
heilen. Hatte mich gerade hier voll. Nochmal. Jawohl, geht doch. Yeah. Boah, wunderschön. So, jetzt haben wir zwei Überrestsamen. Können wir uns hier das noch holen? Können wir irgendwas in die Luft jagen, oder? Das bringt uns nichts. Na doch, Seelen. Heilige Quintessenz. Das ist schön. Da können wir nochmal unsere Heilfähigkeit verbessern. Und mal gucken, wo wir jetzt hier hinkommen. Habe ich nämlich gar keine Ahnung mehr. Ah, in dem Pilgersitz, genau. Ich glaube, von hier aus ging es auch weiter. Oh, ja. Weiter hinab in die Tiefe. Da können wir ja eigentlich rüberspringen. Ich will es eigentlich aber nicht riskieren. Aber irgendwo müsste eigentlich hier auch nochmal ein Checkpoint sein. Oder musste ich immer wieder von vorne anlaufen, von dort, wo wir eben waren. Oder haben wir da drin was übersehen? So ein Beet? Ich weiß es gar nicht. Bin ich mir echt jetzt nicht sicher. Da können wir noch mal absaugen. Ich glaube, ich musste hier immer wieder herlaufen. Ich bin mir aber nicht sicher. Tatsächlich nicht. Pilgersitzschlüssel, da ist der Pilgersitzschlüssel, den wir brauchen. Ah, da hinten ist eine Schatztruhe. Okay, das ist gut zu wissen. Weil das, hier ist doch ein Beet. Dann holen wir das doch. Und platzieren hier unser Überrestsamen. Ja, wo geht's denn? Irgendwo muss es ja gehen. Hier. Dann können wir nämlich hier ausruhen. Und dann kann ich auch hier Feierabend machen. Und bedanke mich ganz herzlich. Da hinten ist ja noch so ein Beet. Lol. Da haben sie es ein bisschen übertrieben mit Beten, ne? bedanke mich ganz herzlich, dass ihr dabei wart. Hoffe, ihr hattet Spaß und freut euch auf die nächsten Folgen von Lords of the Fallen mit eurem Spooky VF. Habt einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin. Bye, bye, bye.